Hallihallo, Hallöchen und der Neumond steht an und morgen natürlich der schöne magische Tag, der 22.11.22, also ein ganz spezieller Engelaufstiegtag, ein Glückstag auf ganzen Ebenen. Ach, das wird eine tolle Zeremonie und auch der Neumond wird richtig gut, denn wir leiten jetzt die Schützephase ein. Also die Planeten stehen hier zumindest mal vier Stück schon mal im Schützen drin. Venus, Merkur und natürlich dann der Neumond, Sonne und Mond im Schützen. Und hier gibt es jetzt richtig, richtig Auftrieb. Also wir kommen in eine ganz tolle Phase. Zum einen hier auch nochmal mit diesem Trigon auf Jupiter und Neptun. Der Jupiter wird ja auch wieder direktläufig. Haben wir wirklich einen ganz tollen spirituellen Aufstieg. Wir haben eine Möglichkeit, die Seelenpartnerschaften ganz neu zu definieren. Wir kommen endlich in den Fortschritt hinein, nicht mehr in diese Qual, in dieses Leid, in diese Erinnerungen des Schlechten, ja, was jetzt einfach auch da gewesen war im Großteil des Novembers, also diese sehr festhaltende, starre, heftige Energie. Und die ist also jetzt definitiv nicht mehr vorherrschend, ja, sondern es geht hier ganz klar weiter. Wir haben auch eine Dynamik im Seelenpartnerprozess, nämlich auf dem Schnittpunkt Mars und Mondknoten steht die Sonne drauf und da haben wir, also der Mond natürlich, also da geht wirklich jetzt einiges, ja. Das heißt, für diejenigen, die einfach drauf gewartet haben, dass sich jetzt in dieser Seelenverbindung etwas tut, dann kann ich jetzt mal schon mal sagen, ja, jetzt wird sich auch was tun, ja. Das ist doch schon mal sehr schön. Also hier geht es definitiv in eine tolle, in eine ansprechende, in eine schöne Richtung hinein. Dann haben wir auch mit der Venus, wir haben genau im Schnittpunkt Jupiter und Saturn die Venus drauf. Und das ist die Haltbarkeit. Jetzt geht es um die Frage, bauen wir uns was auf, wie wird das nächste Jahr werden? Also wir legen jetzt schon hier einfach Grundsteine für die gesamte weitere Zukunft. Und das ist, finde ich, mega. Auch, dass man jetzt diese Probleme eliminiert, dass man sich selber anders nochmal in die Partnerschaft einbringt und das Gegenüber reinholt in die Verbindung, ist es sehr gut. Also alles in allem haben wir ganz, ganz, ganz tolle Planeten und Aspekte dabei und wir schauen aber jetzt auch nochmal in die Karten, was die Karten uns verraten. So. Okay, hier geht es aber gleich um die Liebe und dass es weitergehen wird, ja. Also hier haben wir wirklich den Herzkönig mit dabei, da geht es in die stabile Richtung hinein. Die Unternehmung, aber hier haben wir wieder zwei Sachen dabei. Der Tratsch einer dunkelhaarigen Frau, der uns ein bisschen nervt, ja. Und das sind aber kleine Dinge, liegt das Kind drunter, ja. Also es sind kleine Mini-Dinge, die hier mit dabei sind. Also es sollte dich gar nicht so großartig stören. Vor allen Dingen, weil hier großes Glück um den Jahreswechsel herum jetzt ansteht mit deiner Verbindung. Also das große Glück mit der Verbindung dabei, ja. Und auch hier nochmal mit dem Zuhause mit dabei. Du hast ein bisschen Sorgen und vielleicht auch Ungewissheiten, was die Arbeit betrifft, weil zum einen liegen die Tränen drüber, die Ungewissheit liegt daneben. Es sind hier aber Nachrichten dabei, die mit Sicherheit kommen werden, ja, und relativ schnell. Und da solltest du keine Angst vor haben, denn auch hier liegen mit dem Geld und den Finanzen liegt die lange Zeit dabei. Das heißt, es bleibt über lange Zeit auch wirklich stabil stehen, ja. Selbst wenn es hier in der Arbeit irgendetwas endet, fängt was Neues an. Also hier, das Thema hatte ich heute auch in der Beratung, dass es so ein bisschen wie Glück im Unglück ist, ja, was hier kommen wird. So, ein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Das kann hier auch eine Unternehmung in Sachen Herzensangelegenheiten sein, die hier auf dich zukommt, ja. Dass ihr vielleicht eine kurze Reise macht oder wegfahrt oder ähnliches, ja. Passt trotzdem auf, es sind hier immer wieder missgünstige Damen in deinem Umfeld dabei, ja. Und die hier liegt jetzt im beruflichen Bereich mit drin, vielleicht bist du auch in dem sozialen Bereich tätig oder im Gesundheitswesen, dann
absolut da, wenn das der Fall ist, unbedingt aufpassen. Unbedingt. Du selber liegst jetzt wirklich in der Gefühlsebene oder mit der Gefühlsebene zusammen. Es kommt eine ganz flirty, befreite, schöne, aufschwingende, tolle Zeit und Phase auf dich zu, die ich sehr positiv hier deute, weil es vor allen Dingen hier auch im Schicksal eben mitliegt. Und das finde ich mal richtig, richtig positiv. Also alles in allem ist das Kartenbild sehr, sehr, sehr gut. Der einzige Punkt ist, wo die Ungewissheit noch ein bisschen da ist oder so ein bisschen vernebelt ist, ist nochmal in der Arbeit. Vielleicht kommt es zu einer Umstrukturierung, zu etwas Neuem, bringt dir aber langfristig mehr Geld. Also auch hier solltest du deine negativen Gefühle absolut abstellen in diesem Punkt. Ja? Ich sag von meiner Seite mucho, mucho amor. Es sind auf jeden Fall noch Plätze in der Vollmond. In der Neumondzeremonie frei und auch morgen Abend. Die Zeremonie morgen Abend, weil ich komme morgen Abend aus Köln wieder. Und laut Zug 19:30, also sage ich mal vor 21:30 werde ich nicht anfangen. Ich baue mir da immer einen kleinen Puffer mit ein, denn man weiß ja bei der Bahn irgendwie nie, inwieweit sie pünktlich ist. Von daher wundert euch nicht, vielleicht ist es auch erst 22 Uhr, wo ihr die Energie morgen dann spürt. Aber ich habe alles schon vorbereitet heute, dass ich morgen, wenn ich zurückkomme, gleich loslegen kann. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann haben wir natürlich noch den Neumond. Und ihr wisst, ihr habt ja auch noch drei Zeremonien plus eine gratis. Das heißt, ihr könnt jetzt auch beide Zeremonien machen für dich und euren Herzensmenschen für 99 Euro. Hättet ihr vier Zeremonien, also es geht in jedem Falle. Wir schauen mal noch, welche Sternzeichen wirklich richtig gut betroffen sind. Hier von der Legung, von dem Neumond natürlich, ja. So die Stiere, also auch Stiersonne, Aszendent oder Mond. Die Krebse, ja, die sind ja im Quinkungs da drauf, das ist gut. Also vor allen Dingen dann auch die erste Dekade, wie ich zum Beispiel. Und Aszendent oder Mond. Und wen haben wir noch? Wir nehmen die unterste. Natürlich die Zwillinge, das Zeichen, das dem Schützen gegenübersteht. Auch hier respektive erste Dekade, Zwillinge, Aszendent und Mond. In dem Sinne, mucho, mucho, amor, ihr Süßen. Bis dann. Ciao.